Ich bin Simon Chen. Ich bin Spoken Word Autor, Kabarettist und Videoblogger für Alzheimer.ch. Ich habe wieder ein Reimgedicht geschrieben, aber diesmal, das ist ganz neu für mich, nicht in der AABB, im AABB-Schema, sondern ABAB. Einfach mal, um was Neues auszuprobieren. Die Situation ist ein Demenztest zwischen einer Frau, meine Patientin und dem Arzt. Also eigentlich ein Dialog mit den Standardfragen, die es so gibt in diesen Tests und wie die Frau eben darauf reagiert. Ja. Frau Boog, welchen Tag haben wir heute? Fragt der Arzt. Von gestern aus gesehen morgen, antwortet sie verschmitzt. In welchem Monat? Er merkt, dass es bereits harzt. Das möchten Sie wohl wissen, kontert sie gewitzt. Frau Boog, was haben wir für eine Jahreszeit? Der Arzt gleicht James Dean, den sie mal angehimmelt. Sie schaut aus dem Fenster und sieht, dass es schneit. Winter, aber ich gebe zu, ich habe geschummelt. Gut, Frau Boog, wo sind wir denn jetzt? Hier, sagt sie, doch sie ahnt, dass das nicht reicht. Hier, ja, und wo waren Sie zuletzt? Oder ist es Ihr Sohn, dem mir dermaßen gleicht? Apfel, Schlüssel, Ball, sagt er, ohne Zusammenhang. Er ist verwirrt, denkt sie. Er gefällt ihr aber sehr. Aber der Sohn ist es nicht, die Nase ist zu lang. Ich bin 180 Jahre alt, so genau weiß ich es aber nicht mehr. Frau Boog, welche Begriffe habe ich gerade eben gesagt? Was für Begriffe? Fragt sie den komischen Mann. Früher hat sie bei Prüfungen auch immer versagt. Sage ich Ihnen später, jetzt sind Sie wieder dran. Dann nehmen Sie jetzt bitte dieses Blatt, fordert er sie auf. Falten Sie es in der Mitte. Sie tut wie geheißen. Lassen Sie es auf den Boden fallen. Sie schafft's, sie hat einen Lauf. Hochwürden unter uns, ich müsste mal scheißen. Gleich, Frau Boog. Lesen Sie jetzt diesen Satz. Er zeigt auf ein Stück Papier. Erschöpft macht sie die Augen zu. Wozu soll das alles taugen? Was wollen die? Wer ist der Mann? Warum ist sie hier? Geht doch, sagt er. Auf dem Blatt steht, schließen Sie die Augen. Vervollständigen Sie. In der Not ist der Kaiser Brot. Und heute ist Mai. Die Knöchel des Arztes leuchten rot. Ha, auch ein blindes Huhn legt mal ein Ei. Zeichnen Sie eine Uhr. Eine Uhr? Frau Boog, eine Uhr zeichnen, das können Sie doch, oder nicht? Natürlich, Herr Doktor, hier sehen Sie nur. Pünktchen, Pünktchen, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Aber wer Sie sind, das wissen Sie doch. Ach Schatz, ich weiß nichts mehr. Ich lebe nur noch. Also ich möchte ja meinen Zuhörern vermitteln, dass man auch so ein Thema, so ein schwieriges Thema von einer anderen, von einer poetischen, sprachlichen, witzigen, ironischen Seite aus betrachten kann und dann hoffentlich auch drüber lachen kann. Ja, es kann schon sein, dass Leute, die so ein Video sehen, finden, das geht gar nicht und dann klicken sie es eben weg. Das ist das Risiko. Aber eben, ich merke es ja nicht. Das, ja, eben, das ist auch so ein bisschen die Ungewiss. Ich weiß ja nicht, wie viel von diesen Leuten, die das anklicken, auch wirklich zu Ende schauen. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist part of the game, wenn man sowas macht. Ja, das ist ja das Schwierige, wenn man reimt, dass es rhythmisch passen muss, aber auch inhaltlich noch einigermaßen Sinn macht und noch eine gewisse, ja, so noch ein Witz drin ist jetzt. Das ist mein Anspruch. Und doch auch noch etwas mit der Realität zu tun hat, auch wenn sie vielleicht überspitzt ist. Ja, das ist die Herausforderung bei dieser Art zu schreiben. Das liegt schon sicher auch am Thema, weil das eben so ein sehr schweres Thema ist, worüber man vielleicht nicht lachen sollte.
Aber das muss ich dann hier ein bisschen beiseite lassen, diese Hürde, dass man darüber nicht Witze machen sollte. Ich spiele halt mit Sprache, mit Wörtern, aber auch mit Themen. Ja, aber eben nicht allen kommt das in den richtigen Hals. Ja. Ich bin halt auch Satiriker auch. Ja. Und ich mache, was ich will. Pünktchen, Pünktchen, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Aber wer Sie sind, das wissen Sie noch. Ach Schatz, ich weiß nichts mehr. Ich lebe nur noch.